Hallo und herzlich willkommen hier zurück. Heute geht's gegen Lazio Rom. Und ich habe mir heute einen neuen Gamer-Sessel besorgt, dass ich hier mal ein bisschen liegen kann beim Spielen. So richtig schön kuscheln kann. Und ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist es. Das Geheimrezept, wogegen wir hier gegen Lazio Rom gewinnen können. Lazio Rom. In Blau und... Ich lasse es jetzt einfach mal so. Ich denke, er wird ihn wieder auf dem Flügel spielen lassen, so wie es aussieht, ja. Achso, so spielen die. Du meine Güte, wie spielen die? 4-5-1. Ja, unentschieden, unentschieden, Niederlage, wieder gegen Barcelona. Dazwischen. Ich bin gespannt. Jawohl. Ah, genau, zwischen beide. Oh. Oh. Auf geht's gegen Lazio Rom. Mit dem Deutschen. Miro Klose, Kopfballmonster. Oh, wusste ich nicht, was ich machen sollte. Ja, ich bin gespannt gegen Lazio Rom. Die sind ja auch, glaube ich, nicht ganz so oben in der Tabelle. Da bin ich immer überfragt in solchen Situationen, was ich da machen kann und soll und... Vielleicht mal schießen! Sasumada hat ja eigentlich einen ganz guten, ne? Ja, schön. Boah, ein bisschen zu weit. Ah, schade, ein Wurf. Gerade tierisch konzentrieren hier. Ja. Und wenn ich mich konzentrieren muss, dann kann ich immer nicht reden. Das ist ein bisschen schwierig. So, Jungs. Ah! Oh, klasse. Nein! Schade, schön gedacht, aber es ging nicht. Hat auch schon wieder Maulsperre. Tja, wie kann man den Römern hier kommen? Das ist die Frage. Wie kann man dem beikommen hier? Meine Güte.
Oh. Schieß die Pille rein, Mann! Verdammt! Da war eine gute Chance in dem Getümmel. Ronaldo! Oh, der war gar nicht so schlecht. Mann, Mann, Mann. 30 Minuten sind gespielt. Und die Chancen sind da. Die Chancen sind da, definitiv. Oh, Mist! Hätte ich gleich abziehen müssen. Aber damit rechnet ja keiner. Oh. Boah. Wow, der ist noch was. Xabi. Xabi Alonso. Die Torhüter, die warten immer sehr lange mit den Abschlüssen, ne, finde ich. Oh, Ronaldo! Mann! Wenn ich auswechsel. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob es besser ist, Ronaldo über die Mitte kommen zu lassen, oder ich finde es auch gar nicht so schlecht, ihn über die Flügel kommen zu lassen, also. Schön gemacht. Schön gemacht, aber da ist keiner. Ah! Ah! Oh. Schön. Jetzt machen wir ein paar Meter da. Oh, Junge, wo schießt denn hin? Oh, Mann. Da regt sich die Bank auf. Sehr cooles Bild. Hau mir auf, du. 0 zu 0 zur Pause. 0 zu 0 zur Pause. Ah. Oh, es platzt da. Oh! Oh! Ah! Mann, warum klappt's denn hier nicht? Ah! Gut aufgepasst. Mann! Oh. Tsch.
Schön hat er sie da verarscht. Ah, Mann. Mann, Mann, Mann. Komm schon, da ist doch was drinne jetzt hier. Verdammt. Für mich. Ja, gerade noch. Oh. Ja, sicherlich. Das wäre es echt gewesen. Also eine Vorlage, Mastervorlage würde ich sie nennen. Ja, über Ronaldo ging nicht sehr viel hier heute. Vielleicht jetzt mal. Basaba! Steht da als Abstauber bereit. 65. Minute. Nicht schön, aber... Tor ist Tor, ne? So. 65. Minute. Ich denke, jetzt wird's wieder schwierig. Kommt so diese Verarscherphase. Ich frage mich immer, was besser ist. Ball halten. Nein, falscher Mann. Boah, da habe ich mich... Da bin ich eiskalt... Aufgelaufen. Was sind eigentlich denn das unnötige Ballverluste? Ich könnte auch den Ball halten, aber das ist auch immer kacke. Irgendwie 50 Minuten den Ball zu halten. Oh! Na, wenn der Schiri das sagt. Basaba! Basaba! Steht er da ganz frei, jo! Oh, nee, jo! Mann, hier nochmal einen draufsetzen, du! Gib's doch nicht, du! Jetzt wird wieder hier brutal gespielt. Den muss Casillas haben. Hat da. Unnötige Ballverluste, Mann! Wenn wir hier gar nicht leisten gerade. Meine Güte. Ah, die kommen jetzt, ne? Sie kommen jetzt. Aber das macht Lücken! Das macht Lücken! Und das sehen die Madrilenen! Nutzen das aus! In der 84. Minute! 2:0 für Lazio Rom! Ich sag's euch, das ist der Gamer-Sessel. 100 Pro! Sehr schön, ja? Bam! Schön versenkt. Obwohl man gesehen hat, ne? Das
Wahnsinn, wie enorm aggressiv die Römer dann auf einmal spielen. Liegen 1-0 zurück und dann geht's richtig rund. Oh, da war ich nervös. Da wurde ich nervös. Aber schön durchgesetzt, schön gekämpft. 90. Minute plus 1. Ich denke und hoffe, dass es ist gewesen. Und das wäre endlich mal ein Dreier. Endlich mal wieder ein Dreier. Jawohl! Schön mal wieder 3 Punkte abgesahnt. Klasse. Gegen Lazio Rom. So muss das laufen. Und ich frage mich, ob das jetzt auch ein bisschen mit der Aufstellung lag, ne? Ich weiß es nicht. Benzema war in der Mitte als einziger Sturm. Und dann war links Ronaldo. Mitte Modric. Und rechts, glaube ich, die Maria. Weiß ich nicht, ob es daran lag. Na ja. Zuvor hatte ich, glaube ich, auch so gespielt und das hat nicht funktioniert, ne? Schauen wir uns doch mal die Tabelle an. Wir konnten Platz 11. Auf Platz 11 mit 16 Punkten. Oh, 2 Punkte Rückstand auf Manchester und Valencia. Ja, wir haben ganz schön Punkte gelassen in den letzten Spielen, ne? Chelsea mit 31 Punkten schon. Doppelt so viel wie wir. Knapp. Ja. Das wird schwierig. Das wird schwierig, hier sich noch nach oben zu schrauben. Ich glaube, die Meisterschaft, das könnte man sogar schon fast abschreiben. Hier in der ersten Saison. Tja, wir schauen mal, wie es weitergeht. Schön, dass wir mal wieder 3 Punkte gemacht haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut.